Ja, großartig. Endlich ging es los. Endlich konnte man mal rausfahren. Und man hat natürlich jetzt schon richtig geiles 24-Stunden-Feeling bekommen, weil nachts, das macht natürlich die Nordschleife jetzt 24-Stunden-Rennen aus. Mit den Fans, mit den Raketen, mit den Feuerwerkskörpern. Unfassbar. Jetzt haben wir natürlich die Situation gehabt am Anfang vom Training, dass da mindestens zwei bis drei schwere Unfälle passiert sind. Und entsprechend war dann eben am Anfang auch ein bisschen die Situation ein bisschen schwierig auf der Strecke. Aber gleichwohl ist das einfach wieder geil. Man ist wieder im 24-Stunden-Rennen angekommen. Nachts, wie gesagt, ich sag's dir, Feuerwerk pur, total geil. Wir haben natürlich schon ein paar Autos dabei. Mit 10 Autos sind wir auch das größte Team hier dieses Jahr bei den 24-Stunden-Rennen. Das war zwar nicht unser Plan, so viele Autos an den Start zu bringen, hat sich aber einfach so ergeben, weil viele Stammfahrer, langjährige Fahrer und Kunden fahren wollten. Und da sagt man natürlich ungern nein. Und auch wenn BMW Motorsport dann uns mit dem Einsatz des M4 GT4 Medienfahrzeug beauftragt, dann kann man da auch schlecht nein sagen. Also wir haben ja heute im freien Training einen Gang verloren. Und zwar war der dritte Gang nicht mehr auffindbar. War aber jetzt nichts Wildes. Beim Zusammenbauen des Getriebes war einfach ein Zahnrad falsch rum. Das kann schon mal passieren. Das haben wir dann vor dem Qualifying dann geändert und dann war der Gang auch wieder da. Also wir haben ihn gefunden. Und ja, es sind alle Fahrer einmal auf dem Auto gewesen. Wir haben eben das Licht noch ein bisschen eingestellt für die Nacht, die dann hoffentlich dann auch für uns dann beim 24-Stunden-Rennen dann da sein wird, dann auch richtig eingestellt ist.